Mit Datafeed UA Gate SE können Sie ganz einfach Siemens-Steuerungen an IT-Systeme anbinden sowie mehrere SBSen untereinander koppeln. Und das alles über den offenen und plattformunabhängigen OPC UA-Standard. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie das Gerät konfiguriert wird. Hierfür benötigen Sie einen gängigen Internetbrowser, in diesem Fall Firefox. In die Adressenzeile schreiben Sie den Hostnamen des Gerätes. Als erstes überprüfen Sie die IT-Einstellung, also die Netzwerkkonfiguration. Hier ist der Hostname definiert. Alternativ können Sie den DHCP-Server ausschalten und eine feste IP-Adresse verwenden. Im nächsten Schritt binden Sie nun das UAGate SE mit Ihrer Steuerung an. Unter Maschineneinstellungen im Menüpunkt Maschinennetzwerk geben Sie hierzu die IP-Adresse der SBS an. Nun speichern Sie die Angaben und klicken auf Übernehmen. Um Ihre Symbole aus Ihrem Step 7 oder TIA-Portal-Projekt zu importieren, bietet das Gateway die Anwendung Datafeed Exporter an. Diese kann direkt aus der Oberfläche installiert werden. Wenn der Datafeed Exporter geöffnet wird, wählen Sie die UAGate SE Option aus. Die Projektdaten aus dem Step 7 oder TIA-Portal werden geöffnet und automatisch erkannt. Weil die Symbole aus dem Projekt analysiert werden, kann dieser Vorgang eine gewisse Zeit dauern. Jetzt wählen Sie die gewünschte SBS und danach die Datenbausteine aus. Die Daten können Sie in einer Softing-Datei speichern. Kehren Sie zurück zu der Konfigurationsoberfläche des UAGate SE und laden hier die Softing-Datei hoch. Und klicken Sie anschließend auf Importieren. Jetzt ist das Datafeed UAGate SE konfiguriert und einsatzbereit. Um die Funktionalität zu demonstrieren, wird der Softing OPC UA Client verwendet. Eine neue OPC UA Session wird hinzugefügt mit dem Hostnamen des UAGate SE. Auf die Daten in der SBS können Sie jetzt direkt zugreifen und somit die Veränderungen in Echtzeit beobachten. Weitere Informationen zum Datafeed UAGate SE finden Sie auf unserer Webseite.